und Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute sind wir beim Fotoshooting von den Golf Heroes mit dabei, von der neuen Kollektion. Und natürlich war auch natürlich Haar und Make-up von der Beauty and Fame mit am Start. Und jetzt habe ich zwei Mädels da neben mir, die damit verantwortlich waren. Wie ist es für euch heute so auf der Messe, die Models zu stylen für das Shooting? Also war super aufregend, die Models zu stylen, hat uns super Spaß gemacht. Oft ist es ja so, man hat da gar nicht so viel Vorbereitungszeit und man kann sich so viel Gedanken machen. Woher holt ihr euch die Inspiration für die Haare und für das Make-up vor Ort? Naja, das Make-up muss man ja immer typgerecht abstimmen und von daher ist es von Person zu Person verschieden und direkt vorbereiten kann man sich ja da gar nicht. Ihr kommt ja von der Beauty and Fame. Was ist denn die Beauty and Fame? Die Beauty and Fame Academy ist unsere Make-up-Schule, wo wir unsere Ausbildung machen und die dauert jetzt zwischen 2 bis 6 Monaten. Und ihr seid jetzt am Anfang noch oder schon am Ende? Wir sind jetzt schon seit 4 Wochen dabei. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt und vergesst nicht, mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Having a curry on a Friday night and just going out up the town and I was happy with that. I was happy with my girlfriend there. But then when I moved to London, it was just a completely different experience and it was like a different world.